vor Geburt, so verbringt Herzogin Katte ihre Freizeit. Herzogin Katte, 36, zieht sich in den Mutterschutz zurück. Sie und ihr Ehemann Prinz William, 35, werden zum dritten Mal Eltern. Der Geburtstermin rückt bereits immer näher und die Gedanken kreisen schon um den Babynamen. Neben den ganzen Geburtsvorbereitungen war Katte trotzdem terminlich eingespannt, verabschiedete sich jetzt jedoch offiziell in ihre wohlverdiente Pause. Aber was macht die Herzogin eigentlich während ihrer freien Zeit? Wie der Kensington Palast auf Twitter verkündete, soll sie sich bis zum Herbst in den Mutterschutz zurückziehen. In ihrer Auszeit würde sie viel mit ihren Kindern Prinz George, 4, und Prinzessin Charlotte, 2, unternehmen. Total gewöhnlich eben. Immerhin ist die brünette Schönheit dafür bekannt, ihre Kinder in die Schule zu begleiten, das wird sie sich in ihrer Pause vermutlich auch nicht nehmen lassen. Zudem wird sie wahrscheinlich häufiger mit ihrem Nachwuchs Pizza backen oder gemeinsamen Freizeitaktivitäten nachgehen. Wann genau die zwei Adelssprosslinge ihr Geschwisterchen bekommen, wurde noch nicht verraten. Bislang steht nur fest, das Baby wird im April 2018 erwartet. Das britische Magazin Hello vermutet, dass der Geburtstermin Ende April sein wird, da die Kinder in ihren letzten beiden Terminpausen rund einen Monat später zur Welt kamen.